Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Build. Ja, einige Zeit ist vergangen. Wir haben hier neue Gebäude. So. Ah, oh, mein blödes Kabel. Ich verknote mich im Kabel. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen gebaut. Vor allem Minecraft 8.3 und 19Gamer97 hat hier gebaut. Zum Beispiel hier der Marktplatz mit einem Brunnen. Hier drüben hat noch 1997 einen Turm gebaut und einen Schießstand. So. Und ich bin gerade an einem Dungeon, den ersten Dungeon vom Roten Reich, am Bauen. Dungeons sind einfach so Spaß. Parkour, ich werde vielleicht eine Belohnung einbauen. Vielleicht einen Buff oder so. Und wer ihn dann macht, bekommt den Buff. Für ungefähr 15 Minuten oder so. Und habe hier mal eine Schlucht gemacht. Hier oben war nur eine Höhle. Ich möchte einfach so einen Stollen machen, der dann so richtig mineartig ist. Und der hier ein bisschen durchführt. Und hier mache ich wahrscheinlich zu, dass der Stollen dann hier hinten weitergeht. Vielleicht nach oben führt. Und dann zu einem Turm. Zu so einem Minenturm würde gut aussehen. Mal schauen. Also. Den werde ich jetzt dann bald anfangen. Und werde ihn dann den Let's Build eigentlich immer wieder zeigen oder auch ein bisschen bauen. Aber wir haben hier noch ein Projekt. Und dann habe ich gedacht, nachdem wir das hier fertig gebaut haben. Ah, da unten ist mein Pferd. Machen wir hier drüben ja, ich denke auf diese Insel einen Turm, einen Leuchtturm oder so etwas, und hier schwimmt ein Pferd. So können sie schwimmen. Aha, so können sie schwimmen. Okay, ich denke, ich werde den Dungeon vom Blauen Reich, den Start Dungeon, werde ich hier drüben machen. Hier drinnen. So. Dafür werde ich mal markieren. So. Gut. Und Dungeon der Blauen 1. Großes Umfeld. Ich denke, ich würde ihn hier drin und dann unterirdisch oder überirdisch noch machen. Also, ja, irgendwie so ein Turm. Mal schauen, was am besten passt. Und ja. Also, jetzt bauen wir hier fertig. Wir haben ja dieser Übungsparcours gemacht. Ich denke, ich muss hier den Boden noch anders machen. So, ich mache kurz ein bisschen den Sound leiser. Gut. Das macht es mir im Kopf Schmerzen. Und wir machen dann auch etwas drin da hinten. Da zwischen. Also auf der anderen Seite mache ich dann vielleicht ein vielleicht einen Moment kurz, was wollte ich? Schießstand, genau. Auch eine Schießbude machen oder so. Und hier vorne mache ich die Rüstungsständer als Schwertding. So, als Boden möchte ich gerne die Eichenbretter nehmen, oder? Ja. Okay. So. Und ja, wir sind eigentlich jetzt recht weit. Jetzt sollten noch Wohngebäude herkommen und sonstige Sachen.
Und dann wird die FR-Welt aufgehen für die Krieger. Und ja, wir machen das dann so, dass die Bilder so eine Art Recht bekommen, dann bei Zonen zu bauen und bei anderen Zonen zu kämpfen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sollte das machen. Also vor allem der 1997 kann ich vertrauen, der benutzt die nicht im Kampf dann natürlich, was er sich entschiedet. Aber bei anderen Leuten bin ich nicht so sicher, deshalb ja, wird es wahrscheinlich nicht gehen für die. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann mache ich eine 8. So. Dann kommen hier die Rüstungsstände hin mit roten Klamotten. So, müssen wir färben. So. Und eine rote Farbe noch. Das Blau habe ich ja dunkler gemacht. Beim Roten müssen wir das nicht machen. Das sieht dann nicht so schön aus, weil Rot einfach zu hell ist. So. Und jetzt muss ich das wieder, nein, nicht aufsetzen, darunter tun. Genau. So. Überall rein tun. So, und jetzt kommen noch Schießscharten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das machen soll. Ich denke, ich mache hier aus Wolle ein Ziel. So, und zwar beginne ich mit Blau außen herum. Das ist fast zu groß, oder? Das Problem ist, es ist so. Ja, ich muss ja in der Mitte das Rote so. Oder. Ich mache das so. Nein, so. Gut. So, und in die Mitte eine Fackel. Geht leider nicht in die Mitte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die machen soll. Ich mache jetzt unten links halt. Oder Moment. Moment. Viel zu groß. Nein, das geht nicht. So, ich werde. Ich werde. Ich werde. Wie hat es eigentlich Kevin gemacht? Ich werde jetzt hier. So, so und ein Kopf drüber. Ich brauche das jetzt nicht elektronisch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach komm. Und der Regen nervt auch wieder mal. Es ist ja schon gut selber, dass du viel Regen bringst, aber immer Regen will ich auch nicht haben. Machen wir noch ein Plugin, dass es weniger regnet.
Das geht leider nicht auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Schade, geht nicht auf. Naja, lassen wir es. Da oben muss ich ja die wegmachen und Kopf. Wir sollten ja auch Ding sein. Helm können wir, glaube ich, nicht drauf machen. Ja, das geht auch nicht. Jo, das reicht. Nur Personal. Ein Schwert gleich 2 Gold. Ein Bogen gleich 2 Gold. 64 Pfeile gleich 1 Gold. So. Oh. Gelbpferd. So. Und toggle dann vor. Gut. Wir könnten hier noch ein Herz oder so machen. Ah nein, das fällt sonst kaputt, geht kaputt. Naja. Nun gut, ich mache da mal den Berg hier hinten noch kaputt und passen ein bisschen an und dann machen wir eben, weil wir ja den Schießstand schon hier haben, machen wir dahinter dann ein, was wollte ich noch machen? Ich wollte noch irgendwas machen. Ich bin gerade am Denken. Keine Ahnung. Ja. Wird mir sicher dann wieder einfallen. So. Innen auch noch irgendwo eine Beleuchtung. Hier drüben. Und hier. Dann hier. Hallo? Okay. Ah, wegen dem. Das geht gar nicht. Muss ich das anders einfallen lassen? Ja, okay, es ist eigentlich recht gut beleuchtet. Hier vielleicht ein. Und hier. So. Ja, sieht recht gut aus. Hier oben kommen, glaube ich, auch keins. Doch, man kann platzieren. Dann mache ich hier oben noch eine Fackel. So, hier ist ein Durchgang. Ich weiß jetzt nur nicht genau, was ich da machen soll. Hier hat der Octalex Gaming eine Bude gemacht. Oh, mit Beleuchtung. Mit Laut. Oh. So, hier mache ich mal auch eine Beleuchtung. Da das weg. Und hier mache ich mal ein paar Köcher hin. Die mache ich gerne mit Blumen. Blumenkübel. So. Da auch Beleuchtung. Und hier mal. Weiterbauen. Das Rathaus muss da stehen. Ich weiß einfach nicht genau, wie ich das Rathaus noch verzieren soll. So richtig aufwendig bauen habe ich gerade nicht so Bock. Also ja, muss ich zuerst wieder mal ein bisschen reinkommen. Und wie oft das letzte Bild kommen wird, weiß ich nicht.
Ich muss mal schauen, wie unten ist. Unten ist große Fenster. Okay, dann mache ich da oben auch groß. Sollte ja schon ein Rathaus sein. Und keine Mini-Bude. Aber oben werde ich in der Mitte zusammen machen. Genau. Sieht wie ein Smiley aus. Okay. Hier werde ich es gleich machen. Die Wolke sieht komisch aus da oben. Wie ein Schlüssel. Ah, ein Schlüssel? Für was? Für den Dungeon? Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. So. Okay, 4 sind online. Heute hatten wir wieder einen großen Spieleraufschwung. 2 neue sind gekommen, glaube ich. Dankeschön dafür, Neulinge. Ja, das läuft recht gut. Dankeschön für jeden neues Mitglied. Neue Spieler hier auf dem Server. Und bald gibt es ja viel mehr Motivation. Wir könnten noch kurz die PvP-Welt anschauen. Aber es passt jetzt nicht genau so zur Let's Build-Folge. Weil da man ja nichts baut eigentlich. Gut. Weiß einer, wieso ich hier so Ding habe, Schnitte? Sollte eigentlich nicht sein. Es ist ja Connected Glass drin. Stürzt nicht ab. Ach bitte. Okay. Hat sich gefangen. So, jetzt ist es aus. Connected Glass. Ja. Und wenn ich es jetzt wieder anmache. Oder wenn ich es jetzt mal auf Ding mache. So. Jetzt ist es auch fast. Jetzt ist es auch so. Ist es ein Bug? Okay, muss ich halt mit dem Bug leben. So. Also, ja, ich werde sowieso updaten, wenn Optifine dann auch bei Ding raus ist, bei Lightloader. Weil Lightloader habe ich wegen der Minimap drin. Die möchte ich eigentlich schon haben. Sie zeigt zwar nur minimal an, also ich habe so gemacht, dass es nur minimal angezeigt wird, wegen dem Cheaten. Aber ja. Eigentlich brauche ich sie nicht. Ja, ich werde mal schauen, umstellen. Vielleicht mache ich einen Shader rein. Aber ich muss mal schauen, wie man Optifine ohne Lightloader installiert, das in welchen Ordner rein machen muss. Ja. Also, sorry, dass der Part nicht so lange ist, aber ja. Ich habe momentan nicht so viel Motivation gerade zu bauen. Und ich muss noch viele andere Videos hochladen, also aufnehmen eher. Ich bedanke mich trotzdem fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und der nächste Part kommt eben dann bald nach. Und ja, erzählt mir mal, wie es euch hier gefällt. Was wir verbessern könnten in der Firewelt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr mitbauen wollt, das dürft ihr. Kommt auf den Server und wenn ihr gut baut, muss nur ein oder zwei öffentliche Gebäude sein in der Bauwelt, dann dürft ihr hier rein und raus gehen. Und jo. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüssi Leute.